Guten Morgen, es ist Freitag, der 1. Oktober und ich grüße euch mit der Lösung. Habt ihr das auch schon manchmal, dass bei euch die Post liegen bleibt und ihr Briefe ungeöffnet irgendwo in der Ecke schlummern? Neulich hatte ich das Aufgebot zur Fahrtüchtigkeitsprüfung. Naja, das hat 2 Monate Zeit, insofern kann man das auch noch ein bisschen liegen lassen, aber wie wäre das, wenn eine Einladung zum Geburtstag vergessen geht? Oder ein Liebesbrief, der nicht geöffnet wird, ungeöffnet zurückkommt? So ähnlich ist das heute mit der Losung. Und ich sage euch, wenn ihr die Losung heute nicht lest, seid ihr selber schuld. Jeremia schreibt im 31. Kapitel, Vers 8, ich will sie sammeln von den Enden der Erde, unter ihnen Blinde und Lahme und Schwangere und junge Mütter, dass sie als große Gemeinde wieder hierher kommen sollen. Dieses 31. Kapitel von Jeremia, das solltet ihr lesen, wenn es euch irgendwie schlecht geht. Es ist so ein Hoffnungsbild, es schäumt über von Bildern immer wieder neu. Wie kann es besser werden? Wie kann ich Liebe zeigen? Und dazu gehört das Versammeln am Zionsberg, die große Gastmahl. Und Gott hat alles bereitet. Die neutestamentliche Losung dazu steht in Lukas 14, Vers 16 und 17. Jesus erzählt ebenfalls von einem Gastmahl. Jesus sprach, es war ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht aus, zur Stunde des Abendmahls den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon bereit. Und vielleicht wisst ihr, wie die Geschichte weitergeht. Einer nach dem anderen entschuldigt sich und sagt, ich habe Besseres vor. Und so kommt es dann auch im Gleichnis von Jesus dazu, dass die, die gar nicht damit gerechnet haben, eingeladen sind. Ganz überraschend ist ein Termin frei für die, die sich gar nicht in die Warteschlange eingereiht haben. Möglichkeiten öffnen sich, werden neu. Und die, die den ungeöffneten Brief zurückgehen haben lassen, die schauen in die Röhre. Also, nicht vergessen, Jeremia zu lesen. Und vielleicht bereitet ihr euch doch vor für das Fest. Denn es ist doch nicht schöner, als mit Freunden gemeinsam zu feiern. Ich wünsche euch einen schönen Tag und nehmt den heutigen Tag als Fest, den Gott euch schenkt.